Was geht ab, meine Seafighter außer dir und heute noch zur späten Stunde ein Dukan Battle Video. Otsaru, warum zur späten Stunde? Ja, GG, ich war legit so gefühlt den ganzen Tag im Wartezimmer vom Arzt. Aber ja, alles gut, also nicht schlimm, gehört auch auf jeden Fall dazu, kann man nicht ändern. Jedenfalls werden wir heute, beziehungsweise sind wir seit heute in der Lage, Pan zu awaken, Pan zu ihrer LR-Version. Denn wenn ihr in den letzten Tagen die ganze Stages gemacht habt, beziehungsweise die Stage Daily gemacht habt, dann seid ihr ab heute in der Lage dazu, quasi Pan die letzte Medaille für sie zu holen und dann sie zu awaken zu ihr LR-Status. Ihr seht auch schon durch die Mission hier, wenn ihr ganze Stages gespielt habt, habt ihr auch Pan bekommen an sich, ihre SSR-Version und so und so fort, Freunde. Die SSR-Version gab es aber auch quasi an sich immer schon von den Pan-Stages davor. Die zeige ich euch ganz kurz, falls ihr euch fragt, ey, ich habe B-Pan gar nicht, wo bekomme ich sie? Das ist aus den Stamina Stages, die ihr jede Woche wöchentlich einmal machen könnt. Also ja, im Prinzip wöchentlich einmal machen könnt an der Stelle. Das sind zwei Stages, die kennt ihr, Freunde. Einmal hier Stage 1, die kann ich jetzt nicht machen, weil ich es schon gemacht habe. In 6 Tagen kann ich es wieder machen, das kann ich in einem Tag wieder machen, wenn sofern ihr einen Tag dran steht, whatever. Jedenfalls, genau, aus diesen Stages, wenn ihr da die Mission auch gemacht habt, oder wenn ihr sie immer mal wöchentlich macht, macht sie einfach, ihr bekommt da sehr viel Experience und dort bekommt dann über die Mission zum einen auch Pan und die Medaillen, um sie auf die TOR-Version zu bringen und so fort. Und aber auch aus den Stages hier droppt sie zu einer Chance von 10%. Die Droprate ist natürlich geringer, aber ja, sie droppt, ich sag's einfach mal so. Und seit neuestem eben wegen dem 4-jährigen Jubiläum konnten wir hier quasi über die letzten Tage, wie gesagt, die Medaillen für sie erfarmen, indem wir das Ganze daily gemacht haben. Und dementsprechend, Freunde, werden wir das heute auch machen. Ich habe sie auf 100% gebracht, werden sie erstmal zu ihrer LR-Version awaken und danach werden wir sie showcasen im Team von Goku. Ich bin echt drauf gespannt, was sie drauf haben wird. Ich werde sie gleich noch trainieren auf SC20 bringen und dann gucken wir uns ganz kurz das Team um sie an und dann geht es auch direkt in ein Event rein, würde ich mal sagen. Aber so sieht die LR-Artwork hier an der Stelle aus. Hat schon was, finde ich. Alles klar, und so sieht quasi, wie gesagt, ihr Artwork aus. Ich habe sie soweit auf SC20 gebracht, Level 150, das sind ihre Sets auf 100%, knapp 20.000 HP, damit kann ich leben. Attack knapp 14.000, ich meine, ich habe auch nicht viel von ihr erwartet, sie ist kein Damage-Dealer, sage ich mal. Ihre Verteidigung knapp 11.000, ist auch nicht schlecht, kann man mitnehmen auf jeden Fall. Ansonsten, ja, Level 150, ihr seht die ganzen Details. Ihr Leader-Skill an der Stelle funktioniert folgendermaßen: Jeder Charakter, der ein Orb seines eigenen Typus einsammelt, wenn zum Beispiel ein Strength-Charakter ein Strength-Orb einsammelt unter ihrem Leader-Skill, dann hielt er sich um quasi diesen Orb vom eigenen Typus um 3333 HP. Ja, man nimmt sie quasi nicht als Leader, um es einfach zu sagen. Mit der ersten Super macht es Colossal Damage und hat eine Rare Chance, den Gegner zu stunnen, beziehungsweise mit einer Chance, den Gegner zu stunnen, with a chance to stun the enemy laut Dokkan Battle Wiki. Und mit der zweiten Super Attack, also der Ultra Super Attack, macht sie ebenso Colossal Damage, zweimal Colossal Damage, aber hat hier eine Medium Chance, den Gegner zu stunnen. Medium Chance in dem Fall sind 30% für 2 Runden des Stun und bei der ersten Super Attack waren es 25%ige Chance für 2 Runden. Die Sache ist jedoch, wenn man sie auf SA5 bringt, dann reduziert quasi sie ihren Key-Bedarf, um ihre Super Attack zu starten. Was heißt das? Heißt, ihre erste Super Attack startet sie bereits mit 9 Key und ihre zweite Ultra Super Attack bereits mit 15 Key. Hier steht es dran, 9 und drüber ist quasi ihre erste Super Attack und 15 und drüber, beziehungsweise 9 bis 15 und 15 und drüber ist dann die Ultra Super Attack. Genau, und zwar, was hat es jetzt mit ihrer Passive auf sich? Die Passive ist folgendermaßen, sie hielt sich um 33% an dem Schaden, den sie verrichtet und sie hat eine hohe Chance, eine Damage Reduction zu aktivieren von 55%. Diese hohe Chance ist 50-50, 50%. Genau, also, ich sag mal so, sie ist B-Pan an sich, wenn ihr B-Pan kennt, sie ab und zu mit ihr mal sie genutzt habt, sage ich mal, gespielt habt, vor allem Super Battle Road, dann werdet ihr merken, sie ist gar nicht mal so schlecht für das, was sie machen soll. In dem Fall kann sie stunnen, sie kann eine Damage Reduction aktivieren, heißt, sie kann gut tanken und sie kann sich healen, heißt, sie ist ein klassischer Charakter, den man rein und raus rotiert. Vor allem Super Battle Road, aber im Super Battle Road eben hat sie wirklich einen guten Vorteil, also sie bringt gute Sachen mit, gute Effekte mit, sage ich mal, einfach mal, für Super Battle Road, wie eben Stun, Heal und die Damage Reduction. Jetzt hat sie noch ihren LR-Status bekommen, heißt an sich bessere Sets, also für Super Battle zum Beispiel ist sie noch besser geeignet, aber sie hat jetzt auch noch einen Active Skill, heißt sie ist so nicht eine klassische Supporterin, aber durch ihren Active Skill hat sie einen Support-Aspekt, nämlich ihren Active Skill kann sie einmalig pro Kampf aktivieren ab an Beginn der dritten Runde und wenn sie das macht, dann erhöht sie für eine Runde den Angriff aller Verbündeten um 33% und da bin ich drauf gespannt, quasi sie dann testen zu können. Ich habe sie auf 20 Crit gebracht, Level 6 Additional Attack. Ich wollte bei ihr nicht auf Dodge gehen, weil sie hat eh schon Heal dabei, Stun dabei, Damage Reduction dabei. Ich bin mehr auf Crit gegangen, sage ich mal, weil ich denke, sie wird schon gut Schaden machen, weil sie quasi LS-Stats hat. Aber sie macht ja auch quasi, sie healt ja mehr, je mehr Schaden sie macht in dem Fall. Und
ein Crit macht dann eben mehr Schaden, wenn ein Crit dabei ist. Man könnte auch vielleicht ein bisschen auf Additional Attack gehen, falls man mehr mit dem Stun spielen will. Ich habe mich für Stun 6 entschieden, kann man auf jeden Fall auch machen. Ich bin gleich, wie gesagt, drauf gespannt, wie sehr sie quasi mit ihrem Active supporten wird, aber auch an sich sein wird, sage ich mal. In dem Event, was sie quasi von sich hergibt. Jedenfalls, links geht's, haben wir All in the Family, Saint Lineage, Battlefield Diva, GT, The Innocence, Shattering Limit, Legendary Power. All in the Family geht 15% auf die Verteidigung, Saint Lineage, Saint, Key plus 1, Battlefield Diva, Key plus 2, GT, Key plus 2, Innocence, 10% auf den Angriff, Shattering Limit, Key plus 2, Legendary Power, 5000 auf den Angriff, wenn sie eine Super Attack launcht. Ja, sind nicht so gute Linkskits, sag ich mal, aber wir werden gleich sehen. Zumindest hat sie GT, sag ich mal, in Goku's Lineage Team, kann man sie gut spielen. Hybrid 10 Super Battle, vor allem tut sie ihr Job auch gut. Mit Charakteren, die da Shattering Limit haben, kommt sie auf jeden Fall zurecht, sage ich mal. Aber außerhalb darauf ist sie in den Kategorien vertreten. Hybrid Saints, Seek of the Dragon Balls und Goku's Lineage. Und ich werde sie dieses Setup spielen. Ich werde sie vorerst einfach mal mit Goku in eine Rotation halten. Warum? Ich will einfach mal gucken, was sie so drauf hat. Ich meine, was wir ihr von Angriff geben könnten, wäre Legendary Power und Innocence. Legendary Power hat Goku. Innocence würde dann diese Pan mit dazugeben, wenn sie in Rotation kommt. Und außerhalb davon dann bin ich eher drauf gespannt, was sie quasi verrichten wird in dem Aspekt, was sie eigentlich drauf hat, nämlich Stunnen, Healen, Damage Reduction und vor allem Active Skill. Also wie gut wird sie dann quasi Goku boosten in dieser Runde mit ihrem Active Skill? Ja, deswegen würde ich sagen, springen wir einfach mal gleich in ein Event rein. Alles klar, und ich bin in das Event von MVP C17 reingegangen. Sie hätten hier quasi einen Typenvorteil. Erste Rotation an der Stelle. Okay, jetzt haben wir schon die zwei Paaren zusammen. Wir machen das Ganze mal so, Goku soll nicht angreifen. Und ihr seht schon, schau mal, sie hat sofort ihre erste Super Attack an der Stelle drauf. Und ansonsten gehen wir aber auf die Ultra Super Attack direkt, würde ich sagen. Wir haben über 500.000 Leben, ist echt geil auf jeden Fall. 162.000 Angriff, 59.000 Verteilung. Okay, dann gucken wir uns das Ganze mal an, was sie hier anrichtet, würde ich sagen. Innocence hat sie jetzt, wie gesagt, mit am Start 10% auf den Angriff, Legendary Power, 5.000, wenn eine Super Attack gestartet wird. Ihre Ultra Super Attack? Ihre Ultra Super Attack, ja, okay. Ist schon schön animiert, finde ich, um ehrlich zu sein. Ja, okay. Also, man sollte von ihr nicht allzu viel Schaden erwarten. das ist klar. Jetzt habe ich aber nicht drauf aufgepasst, wie gut sie getankt hat. Sie hat sicherlich sehr gut getankt. Die Sache ist halt so, sie ist ein Charakter, der dir einfach eine gewisse Nützlichkeit gibt. So Utility, sage ich mal. Vor allem in Events wie Super Bad Road, Freunde. Wenn ihr B-Pan mitnehmen könnt, dann spielt sie. Weil, Moment, das ist halt, wie gesagt, mit ihren Stun, mit ihrer Damage Reduction. Der ist da 50-50, aber passiert trotzdem relativ oft, finde ich. Wenn nicht, ist halt die Sache, wird sie trotzdem, denke ich, gut Schaden bekommen, aber sie hielt sich halt, hat noch einen Stun mit am Start. Also sie kann man auf jeden Fall gut nutzen, vor allem für Hybrid Saint. Wenn ihr wirklich einen Hybrid Saint Platz noch habt für Super Bad Road, nimmt sie mit, versucht sie auch. Auch die Theo-Version macht es auf jeden Fall sehr gut, ihren Job. Und genau, also, ja, also ich erwarte jetzt nicht den krassen Schaden von ihr, aber ich denke, das, was sie ausrichten sollte, das wird sie ganz in Ordnung und solide machen. Sie hat natürlich noch einen Active Skill, heißt, sie hat auch Voice, das werden wir uns gleich ansehen. Deswegen habe ich die Kopfhörer angezogen. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu leise ist oder ob es. Ich schalte einfach mal einen Ton höher. Genau, okay. Aha, ja, ja, und ihr Active Skill kommt sofort. Oh, ihr Active Skill kommt sofort. Will ich den aktivieren? Also das ist eigentlich ein sehr schönes Szenario. Ich wollte nämlich gucken, inwiefern. Ich meine, doch, wir aktivieren es jetzt, okay, wisst ihr warum? Weil zum einen. Zum einen gibt sie ja sich den Boost selbst. Und zum anderen bekommt ihn Goku. Und Goku hat gerade den dreifachen Goku GT am Start. Also einen sehr guten Partner. Also ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Und wir hören mal kurz hin, wie es bei ihr klingt. Okay, okay. Ging schnell, aber ich fand, bei ihr klang es ein bisschen cleaner. Jedenfalls. Oh, und die Musik bleibt, oder was? Okay. Okay, aber jetzt bin ich auch schon, was Goku hier drauf haben wird, weil der hat zusätzlich noch von Bipans Active Skill 33% drauf bekommen. 719.000 auf den Angriff, was? Also, guck mal, wenn quasi in einem Super Battle, müsst ihr euch mal vorstellen, das ist ein freier Boost einfach, den sie mitgibt. Und wenn ein anderer Charakter, guter Schaden, wenn ein anderer Charakter, tanken tut sie gut, wie gesagt, so einen krassen Boost von ihr bekommt, 5 Millionen! 5 Millionen boostet sie Goku hoch. Das ist genau das. Also Bipan ist wirklich ein Charakter, der für Utility, also einfach Utility hat, für Nützlichkeit, einen Nutzen hat, einen sehr großen Nutzen hat, Nützlichkeit sorgt. Und das macht sie auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also 5 Millionen auf dem Radar.
von LR Goku, wenn sie dafür sorgen kann. Das ist, natürlich war Treffer Goku ET noch am Start. Der hat auch das ganze Support, aber das ist insane gewesen, was die Active Skill ausmacht. Und wenn man sowas dann quasi in den finalen Runden von Super Battle zum Beispiel einsetzt und dann Charakter richtig hoch boostet, ja, GG, das spricht dann nur für sich. Ja, das ist gut. Und ab Anbeginn der dritten Runde, ihr habt es gesehen, muss zweimal reinkommen und gut ist. Das passiert oft. Also ich finde sie gut auf jeden Fall. Und denn ihr dürft nicht vergessen, sie ist ein Free-to-Play-LR. Und ich find's gut. Weil früher war es zumindest so, die älteren Free-to-Play-LR, ja, man wusste nicht wirklich, was man mit denen anzufangen hat, sage ich mal. Ne? Oh, jetzt ist die Sache. Mich hat mal jemand gefragt, bei den Stages, wo die Barriere von C17 aktiviert ist. Oder von Super 17. Tut der Active Skill, tut C17 den Active Skill oder Super 17 von Goku und Vegeta absorbieren? Zählt das als Key Blast Angriff? Ich habe es gestern getestet gehabt. Ja, das tut es. Der tut es absorbieren. Vielleicht hätte es dir auch einfach zeigen können. Ich meine, ja, das wäre dann extra. Ja, ich hätte doch dann wieder angreifen können. Ich hätte es einfach zeigen können. Das war jetzt dumm von mir. Aber das tut es. Ich habe es getestet. Also die Active Skills von Goku und Vegeta zählen als Key Blast Angriff. Und ich habe jetzt vergessen, wo ich stehen geblieben bin, aber wirklich. Ah ja, genau. Die älteren Free-to-Play-LR, man wusste nicht so wirklich, was man mit denen anfangen soll. Und ich war immer mehr ein Fan davon, wenn man Free-to-Play-LR vor allem einen Sinn und Zweck gegeben hat. Und Pans Sinn und Zweck ist wirklich sehr gut. Ja, ihre Nützlichkeit ist wirklich 1A. Also ich bin echt zufrieden mit ihr. Man kann es einfach mitnehmen, rein und rausrotieren. Ich behalte sie gerade die ganze Zeit in der Rotation ab, wegen ihr Showcase, sag ich mal. Aber rein und rausrotieren und gut ist, vor allem im Super Bad Road, Freunde. Ich sag das abermals, aber im Super Bad Road. Das werden wahrscheinlich dann die Tage auch in den Streams machen, vielleicht. Der Stream ist in der Beschreibung. Wir werden ab Donnerstag, sag ich mal, wieder regelmäßig live gehen können. Und da habe ich ja in JP noch die Breach Saint Super Bad Road zum Beispiel offen. Die muss ich noch schaffen. Und da bin ich mir sicher, mit Bipan wird da wirklich sehr gut aushelfen, sage ich mal. Und das ist dann auch so ein Thema, was wir dann gerne in Streams machen. Aber ansonsten, Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn euch LR Bipan auch, ich will nicht sagen überwältigt hat, aber wenn es euch positiv überrascht hat, dann gebt den Ganzen auf jeden Fall Like. Und ich habe jetzt mal vergessen, dass Keyblast ungefähr nicht durchkam. Und genau. Wenn ihr neu seid, Freunde, drückt auf den Abo, wenn ihr Zug nichts verpassen wollt. Vielen Dank für die ganze Unterstützung in der letzten Zeit. Ging gerade wirklich steil. Und ansonsten, ja. Ja, wenn es einfach gefallen hat, gib den ganzen Mal, Freunde. Ich weiß nicht, was das sagen soll. Es ist ein bisschen auch komisch, das nur zu erwähnen, aber es hilft einem, ja. Okay. Sorry, ja, total vergessen am irgendeinen Keyblast machen hier. Der ignoriert Keyblast wegen seiner Barriere. Aber hey, diese 5 Millionen auf dem Rabatt, kein Dupe von Goku. Das war geil. Das war geil. Machen wir mal die erste Super Attack von Pan, denn die Zeit hier ist eine Keyblast. Ah, oh, ich hätte jetzt Active Skill aktivieren können, ich hab's vergessen. Aber Freunde, vertraut mir. Der absorbiert das, weil das auch Keyblast-Angriffe sind. Ich hab's jetzt wieder vergessen einfach. Aber ich hab's gestern mal Vegeta, weil ich habe hier Medaillen für C17 gefarmt. Habe ich das getestet, weil es mir eingefallen ist, hat jemand nachgefragt. Und genau. Das ist logisch, aber bei den Active Skills steht halt nicht dran, dass die Keyblast ist, wie bei der Super Attack. Falls ihr gerade gar nicht wisst, was ich meine, ich zeig euch das gleich kurz. Nämlich, bei den Super-Attacks ist immer ein Symbol dran bei den Charakteren. Und das signalisiert euch, ob diese Super-Attack, so wie die hier zum Beispiel, auf ein Keyblast, wie soll ich das nennen? Mir fällt das Wort nicht ein, sorry, ich bin nur noch etwas angeschlagen, aber auf ein Keyblast basiert einfach, sage ich mal. Was meine ich damit zum Beispiel hier? LR Gohan, da sehen wir, da ist so ein Kamehameha-Symbol drauf. Und das signalisiert uns, okay, diese Super-Attacks basieren auf Keyblasts. Und dort, wo keins ist wie bei Goku, das sind Nahkampf-Super-Attacks, sag ich mal. Und das sind einfach Super-Attacks, die nicht auf Keyblasts basieren. Und die, quasi, nur die machen Schaden gegen so Charaktere, die mit Barriere wie bei Super 17 und C17. Und jetzt habe ich es nicht vergessen, jetzt machen wir das mal mit dem Active-Skill. Der sollte das auch auf jeden Fall annullieren, wegen seiner Barriere, genau. C17 tut das Gott sei Dank nur ausweichen, Super 17, der tut sich daran healen. Also bei Super 17 könnte das wehtun. Bei einem Super 17 Event, falls ihr das mal vorhabt zu tun. Nehmt am besten Charaktere mit, die eben Melee-Angriffe machen. Also keine Keyblast Super Attacks haben. Genau. Aber außerhalb davon, wirklich von Bipan, Respekt. In Sachen Utility. 1A, super toll. Jetzt Karot, hau mal rein. Zeig, Alter, diese 5 Millionen, die haben mich umgebracht. Das war nämlich kein Dupe FIFA Goku. 5 Millionen dank dem Active Skill von Pan. Das war geil. Wirklich eine schöne Zahl, das anzusehen. Jetzt hat Pan hier noch, komm schon, wenn wir dann eine 24 Key raushauen könnten, je mehr Key, Freunde, bei einem LR, also bei einem Charakter, der über 12 Key gehen kann, das sind in der Regel LR, es gibt ein paar Charaktere, zwei Charaktere, die können auch ein bisschen drüber gehen, aber LR, oder ich sag einfach mal, Charaktere, die über 12 Key gehen können,
Da profitieren sie davon, je mehr Key sie einsammeln. Je mehr Key sie haben, desto höher wird ihr Multiplier auf ihre Super-Attack. Ja, ihr merkt es aber, je mehr Key, Key, Key. Sie struggelt schon ein bisschen mit Key wegen ihrem Link-Skill-Setups. Ich meine, sie hat hier zum... Sie hat hier geht. Ja, sie hat halt nur GT und Shadow gelimit. Und ich glaube, eines noch was... Key plus 1, aber das, was vertreten war... Was war's? Family, oh, eine Family oder irgendwie sowas. Das war Key plus 1, das ist nicht so gut vertreten, sag ich mal. Aber ja, Key fehlt ist es schon so nicht. Aber deswegen, Gott sei Dank, macht sie schon bereits mit 9 Key ihre erste Super-Attack. Und die Ultra Super mit 15 Key bereits, also bereits. Muss man dir schon gut schreiben. Ich finde, sie haben sie gut getroffen. Also ich kann da echt nicht. Ich kann da nicht meckern. Ich habe auch nicht von ihr erwartet, dass sie jetzt ein Damage-Leader sein wird oder so. Nee. Sondern in Sachen das, was sie machen sollte. Ich glaube, die Message angekommen. Das macht sie wirklich sehr gut. Und genau. Ja, Freunde, aber ihr könnt mich gerne wissen lassen, was ihr von Bipan haltet. Kann ja sein, natürlich, dass der ein oder andere was anderes erwartet hat oder was Besseres. Ist alles fein, jeder hat seine Meinung. Dazu sind wir da, da können wir gerne auf jeden Fall. Miteinander diskutieren. Ich habe wieder 1000 Gedanken im Kopf und dann kommt nur dazu, dass ich angeschlagen bin. Ihr merkt schon, ich bin kaum bei der Sache eigentlich. Sorry, also wirklich. Im Kopf bin ich schon bei 1000 anderen Themen. Aber lasst mich am Ende mich hier noch konzentrieren, damit ihr das wirklich noch gut abschließen. Und ich, also es geht mir wirklich, falls ihr den einen oder anderen interessiert, es geht mir jetzt Gott sei Dank besser. Und die Tage sollte ich wieder fit werden auf jeden Fall. Und da würde ich sagen, Freunde, vielen Dank für die ganze Unterstützung, vielen Dank für die ganze Genesungswünsche. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.